Morgen, Leute. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's geht so gut. Ich habe irgendwie voll die Hustenanfälle die ganze Zeit. Also ich habe extremen Husten bekommen. Keine Ahnung, was das genau ist. Es ist kein Corona auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ich habe mich testen lassen und es war immer negativ, zum Glück. Das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie die ganze Zeit, ich muss husten und es nervt. Und mir geht es halt nicht so richtig mega geil. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, zu vloggen und irgendwas zu tun. Ich habe mir jetzt so eine richtig fette Jacke angezogen. Auch richtig schlau mit einem bauchfreien Oberteil. Auch wieder richtig dumm eigentlich. Aber egal, ich mache die Jacke einfach zu. Ich muss jetzt gleich Jana und ihre Freundin von der Schule abholen. Und dann will ich in die Stadt fahren. Denn ich habe etwas vor. Ich mache einen Adventskalender für meinen Freund und dafür muss ich ganz viele Sachen einkaufen und ich bin jetzt schon außer Atem, wow. Dafür muss ich einige Sachen einkaufen und wollte euch mitnehmen. Ich hoffe, er guckt dieses Video hier nicht. Ich werde es ihm verbieten auf jeden Fall. Und wehe, du machst es doch. Das fände ich nicht in Ordnung. Deswegen klickst du bitte jetzt weg, wenn du das siehst. Aber ich denke, er wird es nicht sehen. Und ich wollte auch noch ein paar andere Sachen holen, weil ich bin voll im Makramee-Fieber beziehungsweise im Traumfänger-Machen-Fieber. Ich habe gestern diesen hier gemacht. Das ist mein allererster Traumfänger, den ich jemals gemacht habe. Und ich finde, er ist voll süß geworden. Also dafür, dass es das erste Mal ist, geht es voll klar. Er ist halt nicht perfekt, logischerweise. Aber er ist gar nicht mal so kacke geworden. Und es hat voll Spaß gemacht. Es war so richtig spannend einfach. Ich habe es gestern Abend gemacht. Jetzt wollte ich mir noch ein paar mehr Makramee-Garn-Sachen holen und so. Im Kreativmarkt. Also bei Idee heißt es bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, das ist so eine Kette. Und da noch ein paar mehr Sachen machen, weil meine Mama sich auch was zum Geburtstag wünscht. Die hat jetzt am Sonntag Geburtstag. Und ich wollte meinem Freund ein Armband knüpfen. Ich bin so richtig auf dem DIY-Film gerade. Also irgendwie macht es mir voll Spaß und ich finde es voll entspannt und ich brauche das auch mal wieder, weil Alter, die letzten Monate waren so unglaublich stressig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr habt es ja nicht so richtig mitbekommen, weil ich sehr, sehr wenig gepostet habe in den letzten Monaten. Aber durch den Dreh, ich drehe ja gerade eine Serie seit Ende Juli, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Deswegen bin ich auch so sehr abstinent im Moment und es kommen so wenige YouTube-Videos und sowas und alleine das stresst mich schon so richtig, weil ich eigentlich nicht will, dass das so darunter leidet. Aber ja, diese Serie ist halt einfach so ein wichtiger Hauptjob. Okay, wer ruft mich jetzt an? Niemand. Mein Wecker. Weil ich wirklich teilweise von Montag bis Freitag, von morgens bis abends dort drehe und es dann wirklich halt einfach nicht mehr schaffe. Es ist halt auch noch in München, das heißt, ich muss die ganze Zeit rumreisen und es nagt langsam wirklich sehr an mir. Und es sind jetzt nicht mehr, es ist nicht mehr lange. Es sind nur noch, glaube ich, eine Woche Dreh, die jetzt noch kommt. Und darüber freue ich mich einerseits, aber andererseits bin ich auch traurig, weil es hat echt Spaß gemacht. Oder es macht echt Spaß und ich liebe es. Aber so langsam ist es dann doch echt ganz gut, wenn ich mal wieder runterkommen kann. Sonst werde ich ja auch die ganze Zeit krank. Ich war letztens schon krank, als ich dann einmal wieder runtergekommen bin quasi. Und jetzt, wo ich gerade dann mal wieder ein paar Tage zu Hause bin, geht's wieder los. Also ich muss jetzt mal los. Ich muss nämlich Jana abholen. Habe ich ja gerade schon erzählt. Ich melde mich gleich. Meine Mission wurde erfolgreich erledigt. As you can see. Hallo Jana, was geht? Hi, nicht viel. Kannst du jetzt gleich mit mir in die Stadt fahren? Nein. Warum nicht? Schule machen. Mega, beschissen. Lass doch einfach ausfallen. Nö. Das ist gut. Das ist sehr responsible. Auf diese Antwort hättest du auch nicht ja sagen sollen, was? Wann fährst du denn? Eigentlich jetzt. Blöd. Musst du echt so lange Hausaufgaben machen? Ui. Ja, ich habe auch noch Sport. Wow. Ich habe doch auch noch Sport. Ist ja voll wack. So, ich habe mir jetzt gerade einen Schal gekauft bei H&M, einfach so ein 10-Euro-Ding, weil ich einfach keinen einzigen Schal besitze, also wirklich keinen und unbedingt einen brauchte, weil erstens habe ich Husten, as you know, und zweitens ist es Winter und wäre ein Schal schon ganz praktisch. Keine Ahnung, wie ich die letzten Jahre so ohne Schal überlebt habe. Ich habe irgendwie Schals immer voll gehasst und deswegen habe ich nie einen getragen, aber ich habe jetzt eingesehen, dass ich das vielleicht tun sollte. Und ich stehe jetzt hier vor Idee und gehe jetzt mal rein und hoffe, dass sie das haben, was ich suche, aber ich denke mal schon. Ich habe ja letztens Sachen für den Adventskalender von meinem Freund gekauft und das geht jetzt weiter. Es ist ein neuer Tag, also ein anderer Tag des Adventskalenderkaufens. Bin so ein bisschen verwirrt, wann ich wie was gevloggt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Es tut mir voll leid. Es ist so richtig drunter und drüber alles, aber ich hoffe, es macht irgendwie am Ende alles Sinn. Ich fahre jetzt zum Supermarkt, weil alle materiellen Dinge habe ich schon. Zwei DIYs muss ich noch machen und ich muss jetzt nur noch die Lebensmittel kaufen, also die Süßigkeiten und so. Und das machen wir jetzt. Oh. Hier ist mein Ton aus irgendeinem Grund leider weg, aber ich stehe hier gerade im Teddy und bin ein bisschen
lost, weil ich keine Ahnung habe, was ich nehmen soll. Es gibt so unfassbar viel Auswahl an so Party-Deko und Weihnachtsgeschenk-Dekoration. Aber irgendwie passt nichts so richtig zusammen. Also diese ganzen Farben passen nicht so richtig zusammen. Und dann habe ich noch darüber geredet, dass ich es voll krass finde, dass Teddy eigentlich voll der geile Laden ist, weil es alles super günstig gibt und jeden Kram. Aber dass es früher immer so unglaublich peinlich war, in Teddy reinzugehen. Also früher, als ich in der Schule war, da ist man da immer reingegangen und wollte bloß nicht von irgendjemandem gesehen werden, weil es ja total unangenehm ist. Wo ich mir jetzt auch denke, es ist totaler Schwachsinn. Warum ist es peinlich, in Teddy zu gehen? War das bei euch auch so, als ihr jünger wart? Irgendwie war das bei uns so voll der unangenehme Laden. Voll bescheuert. Da hier leider auch der Ton weg ist, gibt es jetzt einen Voice-Overhaul. Ich habe bei Teddy hier diese Geschenkpapiere gekauft. Zwei einfarbige, so ein Packpapier und auch noch bedruckte. Außerdem habe ich dann noch ganz viel Deko-Zeug für Geschenke gekauft, wie zum Beispiel dieses Häkel-Kordband oder wie man das nennt. Das ist selbstklebend, davon habe ich zwei Stück geholt. Dann noch so zwei Geschenkbänder mit diesen Schleifen, passend zu der Farbe. Außerdem noch weitere von diesen kleinen Geschenkschleifen. Die sehen jetzt irgendwie so ein bisschen aus wie eine Deutschlandflagge, aber wenn man die einzeln macht, dann geht es schon. Außerdem noch diese Holzklammern, eine riesige Kerze, aber die hat nichts mit dem Adventskalender zu tun, sondern die habe ich für ein Video gekauft. Und oh, da habe ich bemerkt, dass mein Weihnachtsmann, den ich gekauft habe, komplett von dieser Kerze zerquetscht wurde und die ganze Schokolade in der Tüte verteilt ist. Der andere Weihnachtsmann ist zum Glück heile geblieben, aber naja, kriegt halt nur noch einen. Dann habe ich noch mehr so Packband gekauft, damit ich die Geschenke schön verzieren kann. Dann habe ich noch so zwei Gläser gekauft, weil ich nicht weiß, welche Größe die richtige ist. Ich möchte in den Adventskalender für jeden Tag so ein kleines Zettelchen tun und die möchte ich in diese kleinen Mini-Flaschen hier reintun. Und dieses Glas ist quasi dafür da, dass er die da drin sammeln kann. Das sind so kleine süße Nachrichten dann immer in der kleinen Flaschenpost. Fand ich irgendwie ganz süß und davon habe ich mehrere gekauft. Das sind jetzt so 20, also an 4 Tagen muss ich mir irgendwas anderes überlegen, aber ja, die gab es auch bei Teddy. Dann habe ich noch ganz viele Süßigkeiten und so gekauft. Das zeige ich euch aber alles gleich, wenn ich den Adventskalender fertig justiert habe quasi. Und hier ist noch mehr Schokolade. Es ist der nächste Abend, Leute. Und sorry für diese Sequenz gerade. Ich check selber nicht, was da passiert ist. Ich habe anscheinend irgendwie die Kamera umgestellt und hatte dann plötzlich Zeitlupe an und ohne Ton. Und deswegen musste ich das jetzt gerade alles mit Voiceover machen. Voll ärgerlich, weil das halt lange Sequenzen waren und ich voll viel geredet habe und voll viel erzählt habe und so. Aber, well, what can you do? Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zu schauen. Ich hasse es eigentlich immer so, Voiceover über solche Clips zu machen, aber gut, ich hatte jetzt halt leider keine Wahl. Ich bin jetzt ready, weiterzumachen mit dem Adventskalender. Ich habe vorhin schon die ganzen Zettelchen vorgeschrieben, also was ich auf diese 24 Zettelchen draufschreiben will, von denen ich euch gerade im Clip erzählt habe. Und da sind mir ganz süße Sachen eingefallen. Ich habe mich ein bisschen kitschig gefühlt, aber ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich hier die Sachen, die ich bei Idee gekauft habe. Die hatte ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier so Lederbänder gekauft. Ich glaube, das ist sogar echtes Leder. Egal. Hier einmal so dünne Bänder und dann auch noch so Velour-mäßige. Das ist, glaube ich, kein echtes Leder. Das ist Velour-Band. Ich habe nicht gewusst, welches besser funktioniert für so ein Armband. Ich möchte übrigens ein Armband machen. Und dann habe ich auch noch Schlüsselringe geholt, weil ich einen Schlüsselanhänger machen möchte. Ich möchte ein Armband knüpfen, weil Matthias hat ein Armband, was er voll gerne mag, aber das ist kaputt. Ich lasse euch einfach mal im Zeitraffer daran teilhaben. Mein Setup ist aufgebaut. Ich gucke jetzt Selling Sunset dabei auf Netflix. Ich habe das ewig nicht mehr geguckt und das ist so ein Ding, was ich irgendwie manchmal so im Hintergrund laufen lasse, wenn ich irgendwas mache. Das hier ist jetzt die Internetseite von dem Armband, was ich machen will. Das soll nachher ungefähr so aussehen, halt nur nicht in den Farben. Die kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken, falls euch das interessiert. Und ich lege jetzt los und hoffe, dass das gut wird. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. So, ich habe das Armband jetzt, glaube ich, fertig geknüpft. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. So sieht es aus. Ich muss jetzt nur noch einen Verschluss knüpfen und dann bin ich eigentlich fertig. Ich hatte gedacht, es wird schwieriger, muss ich sagen. Aber es ist echt ganz easy eigentlich, wenn man es einmal gecheckt hat. Ich habe vorhin echt lange gebraucht, bis ich es überhaupt gerafft habe, wie man das machen muss.
aber dann ist es cool. Tada, Leute, das Armband ist fertig. Ich finde, es ist echt voll süß geworden. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Und ich habe jetzt hier noch einen Verschluss dran gemacht in der gleichen Methode. Das seht ihr auch auf der Webseite von diesem Teil. Also es sieht tatsächlich ähnlich aus wie das, was er hatte, was kaputt gegangen ist. Und ich hoffe, es gefällt ihm und er trägt es. Das kommt jetzt auf jeden Fall zum Adventskalender dazu. Und ich mache jetzt noch den Schlüsselanhänger. Der so gut ist, weiß ich nicht. Wir haben mittlerweile auch schon nach 20 Uhr und ich muss noch den kompletten Adventskalender mal befüllen und einpacken und schön machen und so, weil ich ihn morgen früh sehe und ihm den dann geben muss. Das wird noch ein bisschen Arbeit. Meine Hand tut so weh, beziehungsweise beide meine Hände. Aber ich habe es geschafft. Es ist vollbracht und es sieht auch ganz süß aus, würde ich sagen. Das hier ist es jetzt. In der Kamera sieht es ein bisschen schief aus, aber... Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen schief. Irgendwie ist die Seite wesentlich fester als die. Aber es ist ein Herz. Guckt es euch an. Ich muss das hier unten noch abschneiden. Und es ist jetzt nicht so super übertrieben symmetrisch, aber ich finde, es ist trotzdem süß. Es ist ein Herz, okay? Und es ist selber gemacht. Deswegen muss es auch nicht so super symmetrisch sein. Es ist jetzt 23.05 Uhr und ich habe alle Zettelchen beschrieben und... Oh mein Gott. Nein, nicht kaputt gehen. Alle Zettelchen beschrieben, dann eingerollt und hier in meine kleine Flaschenpost getan. Und so sieht es jetzt hier aus. Also das sind alles meine Geschenke für jeden Tag. Ich hab hier Süßigkeiten, die er gerne mag. Dann habe ich Massageöl. Das hier habe ich bei Amazon bestellt. Das sind so Mini-Cornflakes-Packungen. Davon habe ich 4 Stück. Also da waren verschiedene drin. Das hier ist was richtig, richtig Cooles. Das muss ich euch unbedingt noch eben zeigen. Da bin ich sehr stolz auf meine Idee, muss ich sagen. Und zwar habe ich eine Tasse bestellt. Wundertasse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Tasse, die erst komplett schwarz aussieht. Und wenn man dann aber Hitze dran macht, beziehungsweise etwas Heißes reinfüllt, ich zeige euch das mal kurz, dann wird diese Tasse nämlich einfach hell und zeigt ein Bild. Also wie gesagt, die Tasse wird dann hell und ihr könnt jetzt schon sehen, was sich hier drauf befindet, hoffentlich. Ich glaube, man kann das jetzt alles ein bisschen schlecht erkennen, weil es halt trotzdem irgendwie kalt ist und nichts Heißes drin ist. Und zwar habe ich Fotos von uns genommen und die quasi abgepaust und gemalt und dann zu einem Bild gefügt und auf so einer Internetseite konnte man das dann personalisieren. Ich finde das richtig süß. Das heißt nämlich, sobald er diese Tasse erstmalig benutzt, sieht er erst die Bilder. Dann geht es hier weiter wieder mit Erdnüssen, weil er die so gerne mag. Hier habe ich eine Badekugel. Dann wieder das Cereal, mein selbstgebastelter Schlüsselanhänger. Hier ist wieder ein Hanuta-Riegel. Das hier ist 3 in der Tube. Und er benutzt das immer und liebt das über alles. Das ist so Waschmittel für unterwegs, wo man dann die Klamotten nicht in eine Waschmaschine tun muss, sondern so von Hand waschen kann. Und er macht ganz oft einfach nur Flecken daraus. Und das ist so der Überschritt. Also Leute, ist echt cool, das Zeug. Hier habe ich einen Kinderweihnachtsmann, weil Kinder seine Lieblingsweihnachtsmänner sind. Das hier ist richtig nice. Das ist ein Plakat. Ich zeige euch das mal schnell. Und zwar ein Plakat mit 250 Filmen drauf. Das ist wie so ein Rubbellos-Plakat. Er liebt Filme. Er kennt so ungefähr jeden Film und will alle Filme 35.000 Mal schauen. Das heißt, selbst wenn er die Hälfte der Filme, die hier auf diesem Plakat sind, schon kennt, ist es überhaupt nicht schlimm, weil er eh voll drauf steht, Filme 1000 Mal zu gucken. Das ist hier so ein riesiges Plakat, was auch noch mega cool aussieht. Und da sind ganz viele Filme abgebildet und sobald man den Film angeschaut hat, kann man mit einer Münze oder diesem Teil hier, das war jetzt dabei, zum Beispiel, das abrubbeln und dann heißt es, man hat den Film geschaut. Das ist wie so eine Checkliste. Ich kann euch alles, was ich euch hier zeige, jetzt mal in der Infobox verlinken, falls ihr spontan auch noch einen Adventskalender machen möchtet oder irgendwie was für Weihnachten cool findet für irgendwen, euren Boyfriend oder eure beste Freundin, eure Mama oder wen auch immer, wo ihr denkt, okay, das könnte passen. Am nächsten Tag haben wir dann natürlich Popcorn, weil für die Filme braucht man Popcorn, damit wir Filme gucken können. Hier habe ich ein Mini-Nutella, weil er sehr gerne Nutella mag. Hier ist wieder ein Hanuta-Riegel, das selbstgemachte Armband. Und hier eine Packung Mousse au Chocolat zum selber machen, weil er Mousse au Chocolat über alles liebt. Cine-Minis. Und das hier ist ein Phone-Holder, also so ein... Bitte nicht in die Ritze fallen. Weil er keinen in seinem Auto hat und es super nervig ist, weil man nie das Navi anmachen kann und das einfach irgendwo dranhängen kann, sondern man muss es immer so... Sondern man muss es immer so super kompliziert und nervig irgendwo hinlegen und einklemmen und we don't want that anymore. Deswegen habe ich ihm jetzt so einen Phone-Holder fürs Auto geholt. Ist auch in eigenem Interesse. Ich sollte das vielleicht weiter nach vorne packen, damit er es früher hat. Hier ist ja nochmal so ein Cookie-Crisp-Ding und das hier sind 2 Gesichtsmasken, weil er mich letztens noch gefragt hat, ob wir mal wieder eine Gesichtsmaske zusammen machen wollen. He seems to like that. Deswegen habe ich so eine genommen, die irgendwie cool ist. Es ist nicht einfach nur eine Gesichtsmaske, sondern da ist auch noch so ein Peeling-Handschuh bei und ein Serum. Also es ist so ein 3-Steps-Ding, damit das so mehr so ein Experience ist. Und
Und das hier ist Tag 24. Bei Tag 24 habe ich noch nichts. Da bin ich mir irgendwie noch nicht sicher. Aber dafür habe ich jetzt zum Glück noch Zeit. Ich packe da jetzt einfach erstmal so einen Platzhalter hin. Aber ja, das ist der Adventskalender so bis jetzt. Ich packe das natürlich jetzt alles noch ein. Und vielleicht kaufe ich morgen früh auch noch so ein paar kleinere Sachen, dass wohl eigentlich reicht es. Man braucht auch nicht jeden Tag eine Süßigkeit, ne? Deswegen, ich packe das jetzt erstmal ein und überlege dann, ob ich da morgen noch was hinzufüge oder ob ich es vielleicht einfach wirklich dabei belasse. Ich fange jetzt mal an einzupacken. Me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, dream I knew. This Christmas I only want. Es ist 10 vor 1 Uhr nachts und ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe jetzt gerade hier das kleine Döschen fertig gemacht, habe den Deckel angemalt, weil der ja echt nicht so hübsch war, und habe hier noch so was ganz Kitschiges draufgeschrieben. Leute, es ist mir ein bisschen unangenehm, euch das alles zu offenbaren. Aber ich kann auch mal kitschig sein, okay? Ich verziehe jetzt noch die ganzen Tütchen mit den Nummern. Und dann gehe ich schlafen. Ich bin am Arsch. Ich bin so müde, oh mein Gott. Close to you. Leute, es ist der nächste Morgen. Ich bin gestern um, ich glaube, 1:30, 2 ins Bett gegangen. War dann endlich fertig mit dem Kalender. Ich habe ihn jetzt mal aufgestellt und will ihn euch jetzt mal zeigen. Ich finde, er ist voll süß geworden. So sieht das Ganze jetzt final aus. Also es ist eine Mischung aus Tütchen und kleinen Geschenken. Und ich finde es voll süß. Ich habe das jetzt hier so aufgestellt, dafür, dass wenn er gleich kommt, er das dann direkt sieht. Und sich denkt, wow, what did she do there? Ich hoffe, ihr fandet es cool, dass ich euch da so ein bisschen mitgenommen habe, beziehungsweise, ja, echt ziemlich viel. Ich muss auch echt aufpassen, dass er sich dieses Video nicht anguckt, weil sonst wüsste er jeden einzelnen Inhalt. Das heißt, ja gut, den Disclaimer brauche ich jetzt hier nach dem Video auch nicht mehr machen. Ich hoffe, du hast dieses Video nicht geschaut, sonst wäre ich sehr sauer. Weil das macht man nicht. Das wäre doof. Das würde die Überraschung kaputt machen. Und Vorfreude ist die schönste Freude. Sagt das eure Mama auch immer? Meine Mutter hat immer, oder sagt es auch immer noch zu mir, wenn ich irgendwas nicht abwarten kann, Vorfreude ist die schönste Freude. Und man denkt sich nur so, nein Mama, es ist überhaupt nicht cool, noch 1,5 Jahre warten zu müssen, bis man zu diesem Justin Bieber Konzert gehen kann. So, wisst ihr, was ich meine? Also ich gehe jetzt nicht in 1,5 Jahren zu einem Justin Bieber Konzert, aber so vom Ding her. Das ist dann immer das, was meine Mama dazu sagt. Wo man sich dann wirklich denkt, ja, 1,5 Jahre vorfreuen. Voll geil. Ich versuche gleich noch irgendwie die Reaktion von ihm zu filmen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Wenn ja, dann kommt es jetzt hier. Das ist von mir, oder? Das ist von deiner Mutter. No. No. It's not from my mother. From your mother, I mean. No. What then? For you. Really? Yes. Really? Yes. Ich hoffe, er hat sich gefreut. Hä? Wenn ihr das jetzt gerade gesehen habt, you know, I don't know yet. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wie gesagt, alle Sachen, die ich gekauft habe und so, und die Tutorials sind unten in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Vlog wieder. Tschüssi!